Am Fuße von Burgenlands höchsten Berg, dem Geschriebenstein, liegt eine beeindruckend schöne und vor allem geschichtsträchtige Burg, Burg Lockenhaus. Hier hat angeblich die sogenannte Blutgräfin geherrscht. Der hochadeligen Elisabeth Báthory Nádasdy werden 650 bestialische Morde nachgesagt, die sie vor allem an jungen Frauen, meist ihren Dienstmägden, begangen haben soll. Sie wurde später auch ganz offiziell verurteilt. Mit Burg Lockenhaus ist auch eine große Kontroverse verbunden. Ist es eine ehemalige Templerburg oder nicht? Ich treffe einen Historiker, der jedenfalls felsenfest davon überzeugt ist. Neben echten und weniger echten Rittern, einem ausgezeichneten Kammermusikfestival, beherbergt Burg Lockenhaus auch Europas größte Wohnstubenkolonie einer ganz speziellen Fledermausart. Die Weibchen der Wimperfledermaus kommen jeden Sommer extra hierher, um ihre Jungen zur Welt zu bringen, um dann wieder in ihre eigentliche Höhle zurückzufliegen. Wie die mittelalterliche Burg von den Güssingern, den Nádasdys und später den Esterházys zur Familie Keller gekommen ist, erfahre ich gleich von der heutigen Eigentümervertreterin Gerda Horvath. Burg Lockenhaus wurde um das Jahr 1200 über dem Tal der Güns erbaut und trug anfangs den Namen Leuka. Ab dem Jahr 1270 gehörte sie den Grafen von Güssing, wechselte zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert oft ihre Besitzer und wurde 1636 unter Franz Nádasdy um die untere Burg erweitert. Auch die legendäre Blutgräfin Elisabeth Gräfin Báthory war mit einem Familienmitglied der Nádasdys verheiratet. 1676 ging Lockenhaus in den Besitz der Fürsten Esterházy über, verfiel über zwei Jahrhunderte aber langsam, bis es 1968 vom Ehepaar Keller erworben wurde. Der österreichische Schriftsteller Paul Anton Keller verfasste vor allem Tier- und Spukgeschichten, aber auch Anekdoten und lyrische Werke und erlangte durch seine Liebessonette von 1923, seiner Mitarbeit am Steirischen Almanach oder dem Gedichtband Gesang vor den Toren der Welt Bekanntheit. Im Jahr 1968 kaufte er zusammen mit seiner Frau Margaret Burg Lockenhaus in ruinösem Zustand. Das Ehepaar stieß dafür seinen gesamten Besitz ab und investierte über eine halbe Million Euro in die Erhaltung des einmaligen europäischen Kulturdenkmals. Nach dem Tod von Paul Anton Keller 1976 führte seine Frau Margaret das begonnene Aufbauwerk fort, musste jedoch bald erkennen, dass ihre finanziellen Mittel nicht ausreichten. Trotz zahlreicher Kaufangebote beschloss Margaret Keller, die Burg Lockenhaus in die Professor Paul Anton Keller Stiftung einzubringen. Die Stiftung hat seit 1980 Werte in der Höhe von rund 22 Millionen Euro für die weitere Instandsetzung der Burg eingebracht. So ist es mit Unterstützung des Bundesdenkmalamtes gelungen, die Burg in einen authentischen Zustand zu bringen und gleichzeitig die Möglichkeit für kulturelle Veranstaltungen zu schaffen. Tor werde ich bereits von Frau Horvath erwartet. Gerda Horvath ist die Schwiegertochter des Stiftungsgründers Eugen Horvath, der als damaliger Generaldirektor der Energie Burgenland, Burg Lockenhaus, in den 1960er Jahren erstmals mit Strom versorgte. Es war damals eine Ruine. Mein Schwiegervater ist damals in Pension gegangen und wusste nicht, was soll er jetzt mit seiner Zeit anfangen. Er hat sehr viele Visionen gehabt und Kräfte, die ja von uns eigentlich niemand mehr so. Und wollte ihr helfen.
Und die Frau Keller hat dann gesagt, ja, du hast mir so viel geholfen, ich möchte dir das übergeben. Und er hat aber dann gesagt, na ja, ich möchte es eigentlich nicht jetzt übernehmen, sondern wir werden eine Stiftung gründen. Mhm. Und das ist dann im Jahr 1980 erfolgt. Okay. Und dann ist es aufwärts gegangen. Also wir sehen, zuerst einmal mussten alle Dächer übergangen werden, der Stiegenaufgang musste neu gemacht werden. Also es haben viele Firmen mitgeholfen, zum Beispiel hier diese Auffahrt, da haben wir die Pflastersteine geholt mit Lastwagen von alten Straßen, die damals aufgelöst wurden. Und, ist aber das halt waren einfach viele Burgenländerinnen und Burgenländer, die zusammengehalten haben und uns gemeinsam. Also so ist es. Eine tolle so Geschichte ist es. War, ja? Weil allein kann man das nicht schaffen. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Das ist das Fürstenzimmer. Das Fürstenzimmer? Ja, okay. Hier, das sind die Repräsentationsräume dieses Teils der Burg. Das ist praktisch das äußere Schloss. Das wurde erst im 17. Jahrhundert erbaut, okay. Im Gegensatz zur Burg, das ja aus dem 13. Jahrhundert stammt. Also wenn man herumschaut, es ist, finde ich, großartig hergerichtet. Also und schön hergerichtet. Sie haben wunderschöne Möbel hier. Ja. Die wurden auch von Ihnen gesammelt oder die waren schon da? Nein, das hat alles nur der Professor Keller gesammelt. Okay. Und auch mein Schwiegervater war da sehr umtriebig, okay. Und hat überall alte Möbel gesucht und auch gefunden, wie man sieht. Ja. Bilder sind teilweise Leihgaben vom Landesmuseum in Eisenstadt. Und diese Skulpturen und Lampen, das hat alles nur der Professor Keller hier eingebracht. Also viele berühmte Geschlechter haben hier gewohnt. Das heißt, war das auch eine Wohnburg oder war das eine reine Verteidigungsburg? Es war eher eine Burg zum Verteidigen. Und es haben ja auch die Templer hier gelebt in der Burg. Und die Burg stammt ja aus dem 13. Jahrhundert. Mhm. Ganz eine wichtige Frage, Frau Horvath. Ja. Haben wir einen männlichen oder weiblichen Geist hier? Natürlich. Natürlich. Die Gräfin Erzsébet Báthory, die mit dem Franz Nádasdy verheiratet war. Und man weiß ja, dass sie ihr Unwesen getrieben hat, nicht nur hier in Lockenhaus, sondern auf verschiedenen Schlössern und Burgen, zum Beispiel auch in der Slowakei, wo sie dann auch ihr Ende gefunden hat. Mhm. Sie treibt manchmal noch ihr Unwesen. Manchen begegnet sie noch hier. Wie, in welcher Form? Oder ja, indem Kopf, sie oder? Als weißer Geist erscheint. Weißer. Sie auch schon gesehen? Ich nicht. Na gut. Aber ich bin ja ein gutmütiger Mensch. Ah, haben Sie es gesehen? Ja, ich habe es ganz kurz gesehen. Sehr gut. Ich muss Ihnen diesbezüglich auch ein kleines Geheimnis verraten. Diese blutrünstige, wütende Massenmörderin, wenn es wahr ist, ist eine Vorfahrin von mir. Nein. Mhm. Das heißt, wir müssen uns in Acht nehmen. Und zwar sehr, ja, Frau gut. Horvath. Ja, gut. Vorsicht. Jetzt möchte ich natürlich genaueres über meine, ja vielleicht eher unsympathische Urgroßmutter erfahren und treffe mich mit dem Burg- und Hofhistoriker von Burg Lockenhaus, Gerald Axelroth. So, jetzt müssen Sie mir mehr erzählen von der Blutgräfin. Ja, das hier ist sie, Elisabeth Báthory, Spross aus einem der reichsten und mächtigsten Adelsgeschlechter Europas. Ihr Onkel war König von Polen, ihr Neffe Fürst von Transsilvanien. Und die Báthory waren damals sehr, sehr reich und einflussreich. Und sie hat eine ausgezeichnete Schulbildung genossen und war deshalb auch nach ihrer Heirat sehr selbstbewusst.
Und nachdem ihr Ehemann drei Viertel des Jahres im Feld gegen die Türken gekämpft hat, hat sie so begonnen, die Verwaltung der Schlösser immer stärker selbst in die Hand zu nehmen. Und sie hat ihre Dienstmädchen aufs Strengste kontrolliert und bei den kleinsten Vergehen drakonisch bestraft. Wir wissen aus den späteren Verhörprotokollen, wie diese Bestrafungen ausgesehen haben. Wenn beispielsweise eine Dienerin es gewagt hat, ein herumliegendes Geldstück einzustecken, hat Elisabeth die Münze im Feuer glühend heiß und sie der Diebin auf die Handfläche pressen lassen. Oder wenn die Mädchen bei der Arbeit zu viel geschwätzt haben, dann hat sie ihnen mit aller Kraft die Mundwinkel auseinandergerissen, bis das Fleisch gerissen ist. Und das sind Bestrafungen, die natürlich heute unangemessen hart erscheinen, aber damals wäre sie zweifellos damit durchgekommen, denn das Leben der Bauern war nicht viel wert. Aber Elisabeth ist noch einen Schritt weiter gegangen und irgendwann im Alter von 30 Jahren hat sie dann ihre ersten Morde begangen. Und man nimmt heute an, dass das eher unabsichtlich passiert ist, dass sie also die Mädchen so streng bestraft hat, dass die das einfach nicht mehr ausgehalten haben und gestorben sind. In den späteren Verhörprotokollen ist auch von bis zu 500 Peitschenschlägen die Rede. Also sie muss da bei kleinsten Vernachlässigungen richtig explodiert sein und völlig unangemessen die Mädchen bestraft haben. Die Verhörprotokolle, die Originale, die gibt es noch? Ja, die sind erhalten geblieben. Die liegen heute im ungarischen Staatsarchiv. Es hat im Zuge der Verhaftung der Blutgräfin insgesamt 7 große Verhöre gegeben über einen Zeitraum von fast 2 Jahren. Und wir haben also 306 Zeugenaussagen, die ihre Schuld eigentlich hundertprozentig sicher bestätigen. Nachdem Elisabeth Nadasti sogar während der Hochzeitsfeier ihrer eigenen Tochter 2 Mädchen umgebracht haben soll, ja und vor vielen Zeugen, hätte das auch ihren eigenen Tod bedeutet. Der regierende König Matthias II. Wollte sie verurteilen und all ihre Besitztümer einziehen. Und das wollten die Erben also unbedingt verhindern. Und sie haben deshalb gemeinsam mit einem Richter einen kühnen Plan ausgeheckt. Sie müssen dem König zuvorkommen. Das heißt, sie müssen ihre eigene Mutter selber verhaften und dann natürlich nicht zum Tode, sondern nur zu lebenslänglicher Haft verurteilen, damit der Besitz den Erben erhalten bleibt. Und so ist es also dann schlussendlich zur Verhaftung gekommen, nachdem sie 20 Jahre lang gemordet hat. Und die Verhörprotokolle waren natürlich ein wichtiger Hinweis, aber sie selber hat niemals vor Gericht aussagen dürfen und man hat sie auch schon wenige Tage nach der Verhaftung dann zu lebenslänglichem Hausarrest verurteilt. Und hier Lockenhaus, also wo wir gerade stehen, das hat ihr auch gehört und sie hat hier auch gelebt? Ja, es sind da auch ungefähr 50 Briefe von ihr erhalten geblieben und sie hat auch mehrere Briefe hier von Lockenhaus geschrieben, wo man auch als Ortsangabe Lecker, der alte Name von Lockenhaus, lesen kann. Und sie hat auch hier ermordet? Ja, der Verwalter von Lockenhaus ist ebenfalls vernommen worden und auch er hat bestätigt, dass sie auch hier in den Geheimkammern die Mädchen gefoltert und ermordet hat. Und ich habe gelesen, das ist sogar ein Buch der Rekorde, die größte Massenmörderin aller Zeiten mit 650 Ermordeten. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das funktionieren kann. Oder wurde das bemerkt, aber man hat so Angst gehabt, weil sie so mächtig war, dass man sich nicht wehren konnte oder Angst gehabt hat, da irgendwie gegen sie vorzugehen? Man muss zwei Dinge unterscheiden. Erstens einmal war es so, dass Elisabeth zunächst einmal bei den ersten Morden behauptet hat, die Mädchen seien einfach eines natürlichen Todes gestorben. Und das hat ihr damals, um das Jahr 1600 herum, als die Medizin noch in den Kinderschuhen steckte, niemand widerlegen können. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, dass das, was wir heute als Morde sehen, damals einfach als natürliche Todesfälle deklariert worden sind. Und so hat sie also die längste Zeit unbemerkt morden können. Und erst als sie 42 Jahre alt war, hat sich zum ersten Mal Widerstand geregt. Und zwar hat der Pfarrer von Chavar, wo der Stammsitz der Familie Nadasti war, der hat also beschlossen, Elisabeth und eine ihrer Komplizinnen vor versammelter Gemeinde von der Kanzel herunter anzuklagen.
Und das war damals sehr riskant, denn die Geistlichen waren einfach nur die Angestellten der Großgrundbesitzer. Und das heißt, wenn er das Missfallen von Elisabeth erregt hätte, dann hätte sie und ihr Mann ihn entlassen können. Und deshalb hat dieser Geistliche zunächst einmal Briefe an seine Kollegen verschickt, Deutschkreuz beispielsweise, wo sie auch ein Schloss besessen haben. Und diese anderen Geistlichen haben ihm also zurückgeschrieben und haben also bestätigt, dass es in ihren Gemeinden ebenfalls unnatürlich viele Todesfälle gibt. Und diese Briefe sind alle bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. Die sind im evangelisch-lutherischen Archiv in Budapest, sodass wir hier also auch einen eindeutigen und vom späteren Prozess unabhängigen Beweis für Elisabeths Schuld haben. Es hat also, wie gesagt, sehr wohl Widerstand gegeben. Jetzt gibt es natürlich auch eine andere Gruppierung, die sagt, Moment, die war gar nicht schuldig und das ist eine Verschwörung und in Wahrheit war das eine männerdominierte Zeit und sie war eine mächtige Frau und man wollte sie einfach loswerden. Die Elisabeth ist in den letzten Jahren ganz beliebt worden bei den Verschwörungstheoretikern. Und es wird also immer wieder behauptet, König Matthias II. Hätte die Verhaftung angeordnet, um eben ihren riesigen Besitz einzukassieren. Und das ist also völliger Blödsinn, denn wie gesagt, König Matthias ist ja leer ausgegangen und wir wissen auch anhand der Briefe, dass er keine Ahnung von den Verbrechen und von der Verhaftung gehabt hat. Der Richter hat ihn erst nachher verhaftet und König Matthias wollte dann noch ein Todesurteil erreichen, hat es aber letztendlich nicht geschafft. So, jetzt sind wir in der Folterkammer, grauselig. Jetzt muss ich Sie aber eins bitte noch ganz kurz vorfragen, wenn mich das so interessiert hat. Warum weiß man eigentlich genau 650 Opfer von ihr? In den Verhörprotokollen gibt es also ein kunterbuntes Durcheinander von Opferzahlen. Manche haben nur 36 genannt, andere 50, wieder andere 200. Aber eine Zeugin mit Namen Susanna hat sich gemeldet und hat also behauptet, sie hätte ein Gespräch belauscht und in dem hätte die Blutgräfin selber zugegeben, dass sie eine Totenliste ihrer Opfer angefertigt habe und die Zahl sei 650. Mhm. Diese Liste ist allerdings nie aufgetaucht, ist auch umstritten, ob es jetzt wirklich genau 650 sind. Aber wenn man berücksichtigt, dass sie über einen Zeitraum von 20 Jahren gemordet hat und wenn man hört, dass andere Burgverwalter 200, 300 Opfer nennen, erscheint mir 650 sehr glaubwürdig. Mhm. Jetzt haben wir hier, ich glaube, das nennt sich Eiserne Jungfrau. Ja. Ist das ein Original, ist das ein Nachbau? Nein. Sie ist original aus dem 17. Jahrhundert, aber zur Zeit der Blutgräfin ist sie noch nicht hier gestanden. Mhm. Hat die Blutgräfin da irgendwas, was wir hier sehen, irgendwas verwendet von den Dingen hier? Ja, bekannt geworden ist sie ja durch die Geschichte. Sie habe im Blut der Jungfrauen gebadet, um ewige Jugend und Schönheit zu erlangen. Und deswegen ist sie auch zum Spitznamen Blutgräfin gekommen. Und diese Geschichte ist also im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut worden. Und man hat also dann behauptet, sie hätte hier in dieser eisernen Jungfrau die Mädchen zu Tode gestochen. Und dann, wenn das Blut heruntergeronnen ist, war unten eine Rinne, im Fußboden war ein Loch. Im Raum darunter ist Elisabeth in der Badewanne gesessen und hat schon gierig auf das Blut und auf ihre Verjüngung gewartet. Und mit dieser Geschichte gibt es ein Problem. Das ist also in keinem einzigen Verhörprotokoll nachzulesen. Zu dieser Legendenbildung trug ein Jesuitenpater bei, der die Verhörprotokolle erst 120 Jahre später wieder entdeckte. Er hörte sich bei Bauern der Gegend um und erfuhr von den mittlerweile stark übertriebenen, um Mythen ergänzten Geschichten. Diese verarbeitete er völlig kritiklos in einem Buch, welches sich, es war auch die Zeit der aufkommenden Dracula-Begeisterung, rasant verbreitete.
blöde Frage, weil eigentlich, wie soll man das wissen, aber trotzdem, weiß man irgendwas über die Persönlichkeit? War das eine verrückte, eine gespaltene Persönlichkeit? Wie war die? Es gibt ein ganz ausgezeichnetes Psychogramm von einem deutschen Psychologen namens Dr. Ittel. Und der hat die Verhörprotokolle ganz genau analysiert. Und wir können also zwei Gründe für ihren Sadismus feststellen. Der erste war, sie hat sich ganz offensichtlich schon als Kleinkind vernachlässigt gefühlt und hat da ein kindliches Trauma gehabt. Und genauso hat es später auch angefangen, wo man immer wieder sieht, bei den kleinsten Formen von Vernachlässigung, da ist sie völlig explodiert. Da hat sie in ihrem Gehirn einen Schalter umgelegt und die ist völlig ausgerastet. Mhm. Und man darf ja auch nie vergessen, sie hat die Mädchen ja nicht kurz und schmerzlos umgebracht, sondern sie hat sie eben oft über einen langen Zeitraum so grausam bestraft, dass sie schließlich gestorben sind. Und der zweite Grund für ihren Sadismus dürfte zweifellos auch der sein, dass sie schon im Alter von 11 Jahren verlobt und im Alter von 15 Jahren verheiratet worden ist. Und ihr Ehemann war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre und er wird als grober Kraftmensch beschrieben. Er war dann ja auch sein Leben lang beim Militär. Und Elisabeth dürfte ihre Entjungferung einfach als Vergewaltigung empfunden haben. Und das dürfte auch ein Trauma ausgelöst haben, dass sie später mit ihren Dienerinnen immer wieder wiederholt hat. Also, dass ihr, so seltsam das klingen mag, psychische Erleichterung gebracht hat. Hinter Ihnen sind schreckliche Bilder von Folterungen, die will ich gar nicht genau mehr anschauen. Maria Theresia hat die dann abgeschafft, die Folterung, oder? Nicht genau. Es war so, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Folterknechte in ihrer Folterkammer tun und lassen haben können, was sie wollten. Und Maria Theresia hat erstmals einen Katalog erstellt, was sie tun dürfen und was nicht. Und wenn wir das heute natürlich anschauen, erscheint es uns immer noch sehr, sehr grausam. Aber für die damalige Zeit war das natürlich ein Riesenfortschritt. Mhm. Und darauf können wir Österreicher natürlich schon auch stolz sein. Stolz ist man natürlich ein bisschen, unsere Maria Theresia. Nichtsdestotrotz gab es aber auch bei uns einige Keller, in denen Österreicherinnen und Österreicher schreckliche Grausamkeiten verübt haben. Aber das ist jetzt wirklich eine ganz andere Geschichte. So wie die Geschichte, dass die Ritterburg Lockenhaus einmal eine Templerburg war. Wieso weiß ich das und warum waren die hier? Es gibt keinen eindeutigen Beweis, aber es gibt sehr viele Hinweise. Wir befinden uns jetzt hier im ältesten Teil der Burg, der Hochburg. Und das ist die typische Quadersteinbauweise, die Tempelritter mit aus dem Orient genommen haben. Und hier in der Kapelle finden wir auch zwei Gemälde, die auch byzantinischen Malstil aufweisen. Aha. Der Orden der Templer war ein geistlicher Ritterorden des Mittelalters. Der volle Name lautet Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Und seine Mitglieder werden auch als Tempelritter oder Tempelherren bezeichnet. Der 1118 im Königreich Jerusalem gegründete Orden war der erste, der die Ideale des adeligen Rittertums mit denen des Mönchtums vereinte. Also zweier Stände, die bis dahin streng getrennt waren. Er unterstand direkt dem Papst und war während der Kreuzzüge eine militärische Eliteeinheit, dessen Aufgabe es sein sollte, die Straßen des Heiligen Landes für die christlichen Reisenden zu sichern. Dem französischen König Philipp IV. Wurde der Orden militärisch bald zu mächtig. Und da er auch Schulden bei den Templern hatte, versuchte er sie zu vernichten, um deren Güter einzuziehen. Allerdings war ein derart offensichtliches Vorgehen auch dem König unmöglich. So wurde ihnen Ketzerei und Homosexualität vorgeworfen und eine Rufmordkampagne gestartet. Nach vielen Verhaftungen
und einem langwierigen, aufsehenerregenden Prozess wurde der Ritterorden von Papst Clemens V. 1312 auf dem Konzil von Vienne in Frankreich offiziell aufgelöst. Jetzt muss ich das natürlich anschauen, die Spuren oder vielleicht die Spuren der Templer. Genau, also hier sehen Sie eine alte Freske, leider schon sehr stark verwittert, aber das ist byzantinischer Malstil. Okay. Und hier nicht wirklich verwittert, und hier auf der Seite eigentlich total, ist ganz komisch. Ja, man nimmt also an, dass hier irgendein Hinweis auf die Tempelritter war und dass man das hier absichtlich so stark beschädigt hat, weil diese Freske ist ja hier in einem Innenraum und kann nicht natürlich verwittert sein. Okay. Das ist also byzantinischer Malstil. Wieso wissen Sie das? Das hat eine Wiener Kunsthistorikerin festgestellt. Man kann das anhand der Farben sehen. Und der Orden der Tempelritter ist ja im Heiligen Land gegründet worden. Und sie haben also ihr Wissen, sowohl für die Baukunst wie auch für den Malstil, vom Heiligen Land hierher mitgebracht. Und wie gesagt, die Farben, die Darstellung deutet also sehr stark auf den Ursprung der Tempelritter hin. Das waren bis jetzt gute Hinweise, aber ehrlich gesagt, so ganz überzeugt bin ich noch nicht, dass Lockenhaus eine Templerburg ist. Herr Axelroth, ja, er spürt meine Skepsis natürlich und präsentiert mir noch ein weiteres Detail. So, das ist jetzt hier eine Art Kapelle oder was sind wir jetzt hier? Das hier ist der Kultraum der Tempelritter. Und man weiß also nicht ganz genau, wozu er gedient hat, aber man kann es vermuten. Und diese Wasserschale hier dürfte ein Sternenobservatorium gewesen sein. Man sieht nämlich in der Nacht hier das Spiegelbild der Sterne, das hier durch die Dachluke hereinkommt. Und man kann die Uhrzeit bis auf die Minute genau berechnen. Die Sterne ziehen also oben vorbei und hier sieht man dann ihr Spiegelbild. Jetzt haben Sie mir vorgesagt, man vermutet, dass die Templer da waren, aber da hier, was man hier sieht, ist doch eigentlich ein Beweis. Das stimmt. Also ich selber bin felsenfest davon überzeugt, dass die Burg Lockenhaus ursprünglich von den Templern erbaut worden ist und auch bewohnt worden ist. Okay. Aber es gibt also keine Urkunden, genau. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Aber Indizien, ich meine... Ja, eindeutig. Was haben wir zum Beispiel hier und vor allem da oben? Das schaut aus wie so ein Malteser oder ein... Das oben ist das berühmte Tatzenkreuz der Tempelritter. Das war ja ihr Markenzeichen. Die Tempelritter haben immer weiße Gewänder mit dem blutroten Tatzenkreuz gehabt. Und so sind sie in die Schlacht gezogen. Und das hier ist für mich auch ein ganz eindeutiger Beweis, dass Lockenhaus einmal im Besitz der Templer war. Was könnte das sonst sein in Wahrheit? Ja. Der Stein hilft uns auch weiter oder nicht wirklich? Nicht wirklich, nein. Okay. Das ist der Tabernakelstein. Und was diese Darstellung hier bedeuten soll, ist bis zum heutigen Tage sehr umstritten. Manche interpretieren das als Jesus der Weltenherrscher, aber schlussendlich bleibt es ein Geheimnis, das noch nicht gelüftet ist. Und das wurde nie restauriert? Nein, das ist alles noch original aus der Zeit der Templer. Seit den Templern? Also ja, seit den Templern ist das hier original geblieben. Und man sieht hier auch sehr schön diese Quaderbausteine. Das war die ganz typische Bauweise im Heiligen Land. So haben die Templer im Heiligen Land ihre Burgen gebaut und dürften einfach dieses Know-how nach Lockenhaus mitgebracht haben. Thank you.
In einer eher unspektakulären Ecke des Dachbodens verbirgt sich hinter einer besonders unspektakulären Tür der vielleicht wichtigste Raum der Burg, und zwar für Fledermäuse. Hier ist die sogenannte Wohnstube der Wimperfledermaus. Deren Weibchen kommen jeden Sommer exakt zur selben Zeit auf Burg Lockenhaus, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Denn hier haben sie konstante Bedingungen, absolute Ruhe und mit dem Naturpark Geschriebenstein nebenan immer ausreichend Futter. Frau Spitzenberger, Sie sind, waren oder sind, das hört ja nie ganz auf, die Fledermausbeauftragte vom Burgenland. Ich meine, stelle ich mir das so vor, dass Sie Jahrzehnte jeden Dachboden, jede Burg, jede Kirche, jedes Schloss des Burgenlands erklommen haben, wirklich so, auf der Suche nach Fledermäusen. 321 Dachböden von Großgebäuden haben wir zweimal hintereinander in einem 12-jährigen Abstand untersucht und haben festgestellt bei der zweiten Kontrolle, dass ungefähr die Hälfte der Kolonien verschwunden sind. Und das war wirklich ein völlig unerwartetes und dramatisches Ergebnis. Und daraufhin haben wir begonnen, in 53 Kolonien ein jährliches Monitoring zu machen. Und ein ganz, ganz wichtiger Effekt war, mir hat jemand geraten, ich soll zum Bischof Ibi gehen. Weil 98% aller Kirchen, die von Fledermäusen besiedelt sind, sind katholisch. Ja? Und in den evangelischen gibt es ganz, ganz wenige. Und das war ein unvergesslicher Besuch. Der Bischof war so nett und hat gesagt, Sie brauchen mir nichts erzählen, ich weiß alles. Ich war gerade bei meinem Kollegen in Bayern. Der hat dort ein riesiges Stift und ist so stolz auf seine Kolonie, die hat er mir sofort gezeigt. Ich weiß alles, also das, Sie brauchen mir gar nichts erklären. Und dann hat er einen Bischofbrief an seine Brüder geschickt, das waren die Pfarrer des Burgenlandes, ganz, ganz lieb. Und seit der Zeit wurden die Fledermäuse nicht mehr als Ungeziefer angesehen, sondern wirklich geschützt. Und das ist einzigartig in Österreich, und dazu kommt auch noch, dass das Bauamt der Diözese mit uns sehr gut zusammengearbeitet hat. Die haben uns im Herbst erzählt, welche Renovierungsarbeiten sie machen wollen. Wir haben ihnen gesagt, das können sie machen, da ist nichts. Oder aber wir haben gesagt, wir schauen, wo die ein- und ausfliegen, und dort dürft ihr nichts machen und so weiter. Und das hat hervorragend funktioniert. Wie sind Sie jetzt auf die Fledermaus gekommen? Fledermäuse sind fantastische und faszinierende Tiere. Wir haben die Burg gebeten, für die Fledermaus, für diese Fledermauskolonie, für diese einzigartige, dieses Zimmerchen zu machen, ja, es die Tiere niemals zu stören, und haben im Gegenzug eine Fledermausausstellung gemacht. Und das Wichtigste ist, dass, wenn die Tiere da sind, eben von Mai bis Juni, gibt es eine Live-Übertragung in die Rezeption. Und dort kann man wirklich einfach sehen, was die Tiere den ganzen Tag tun. Toll. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben mir vorher gesagt, Wimperfledermaus heißen die hier. Hat das damit zu tun, dass die Wimpern haben? Und wenn ja, warum heißen sie dann nicht Wimpernfledermaus? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe natürlich im Burgenland sehr viele Leute von dieser Wimperfledermaus begeistern wollen. Und die haben dann immer gesagt, ach so, Wimpernfledermäuse gibt es? Nein, es gibt nur Wimperfledermäuse. Und jetzt darf ich es noch einmal erklären. Eine weitere Besonderheit dieser Wimperfledermaus ist, dass sie gerne Spinnen frisst. Ja?
Also nicht irgendwelche Käfer, Mücken und so weiter, sondern Spinnen. Und zwar Radnetzspinnen. Und deswegen haben sie am Ende ihrer Schwanzflughaut ganz, ganz kleine Härchen, die Tasthärchen sind. Ja? Und dann kommt die Fledermaus und rüttelt vor dem Spinnennetz und schaut quasi mit ihren Tasthärchen, ob sie sich drin fängt oder nicht. Und wenn nicht, dann nimmt sie die Spinne. Und das ist deswegen Wimpernfledermaus. Okay. Und stelle ich mir das wie einen Kolibri vor? Die kann das geht? Ja, ja. Also alle Fledermäuse können alle Flüge so, genauso wie die Vögel machen. Genauso effizient, genauso verschieden. Gut. Alles einfach. Allein im Burgenland gibt es 25 Arten von Fledermäusen und es ist Naturschützerinnen wie Frau Spitzenberger zu verdanken, dass diese überleben können. Noch dazu in einem für Fledermäuse so wunderbar passenden Ort wie einer mittelalterlichen Burg. Im ältesten Teil der Hochburg treffe ich Gerda Horvath, die Schwiegertochter des Stiftungsgründers, durch dessen Unterstützung auch diese Halle wie den alten Glanz erstrahlt. Wir befinden uns jetzt in einem wieder sehr überraschenden Raum. Es sind ständig Überraschungen hier, wenn man herumgeht. Ja, ja. Das ist ein riesiger Festsaal. Ja, das waren die ehemaligen Wohnräume. Man sieht auch hier noch die Auslassungen. Also hier war noch eine Zwischendecke drinnen. Mhm. Und nachdem der in so desolatem Zustand war, hat man das einfach weggenommen alles und ihn als Konzertsaal umgebaut. Und er hat eine wahnsinnig gute Akustik. Mhm. Und seit 1980 gibt es eben die Kammermusikfeste mit Gidon Kremer auf der Burg. Der Pfarrer Herowitsch und Gidon Kremer waren gut befreundet und seither kommen von der ganzen Welt Gäste, um sich diese besonderen Konzerte anzuhören. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass die Akustik so gut ist, dass sogar Platten gibt es heute nicht mehr, aber Musikaufnahmen hier gemacht wurden. So ist es, ja. Toll. Es sind Künstler gekommen, die wollten eben diese Akustik nützen und die haben Aufnahmen hier gemacht. Das Kammermusikfest wurde gegründet von Gidon Kremer 1981, quasi als ein Anti-Festival zum Musik-Etablissement. Man wollte einfach zusammenkommen und musizieren ohne den Druck von Plattenlabels oder Festival oder Musikbusiness. Und man könnte es eigentlich bezeichnen als, ja, Freunde spielen mit Freunden für Freunde. Gell? Das ist so das Motto. Es ist ein offenes Geheimnis, alle Künstler kommen und spielen ohne Gage hier. Das heißt, man kommt wirklich, um dabei zu sein. Mit Historiker Gerald Axelroth bewege ich mich wieder in den neueren Teil der Burg und entdecke weitere geschichtliche Besonderheiten auf Lockenhaus. Ist die Burg hier erobert worden? Nein. Oder? Nein, die war so mächtig, dass sie nie gestürmt worden ist. Mhm. Was ist da? Sind so Geheimtüren oder was ist das hier? Das hier ist eine Geheimtür zu einer der Küchen. Mhm. Und das hier ist das Verlies. Wir können das auch gerne anschauen.
Helfe Ihnen? Ja, gerne. Man sagt ja heute noch, jemand wird ins Gefängnis geworfen. Und dieser Ausdruck war früher wortwörtlich gemeint. Das heißt, Verliese waren sehr oft einfach nur fensterlose Räume im Boden. Und man hat die Leute tatsächlich hier hinuntergeworfen. Unten war dann, wenn sie Glück gehabt haben, noch ein Strohhaufen, damit der die Wucht des Aufpralls aufgefangen hat. Und da unten haben die Gefangenen dann dahin vegetieren müssen. War das zeitlich begrenzt, wenn man ins Gefängnis, also im wahrsten Sinne des Wortes, geworfen wurde? Oder wusste man, keine Heizung, vielleicht wenig Essen, die sterben? Das war in der Regel schon zeitlich begrenzt, ja. Also Schwerverbrecher hat man sofort hingerichtet. Man hat damals ja die Gefangenen nicht sehr lange da durchgefüttert, aber es gibt auch Berichte, dass jemand bis zu 10 Jahre in so einem Kerker geschmachtet ist. Und das konnte man überleben? Da war's, also ja, doch. Ja, okay. Aber gut, die waren auch abgehärteter, glaube ich, als heute. Das stimmt, ja. Heute würde man da wahrscheinlich keine Woche überleben. Wir wären beide sehr schnell tot. Ja. Gut, schauen wir weiter. So. Das ist eine echte Überraschung. Also wo sind wir da? Das hier ist der Rittersaal, der auch Bluthalle genannt wird. Bluthalle? Ja, es gibt die Geschichte, dass die Tempelritter natürlich die Burg bis zum letzten Mann verteidigt haben, aber durch einen Geheimgang im Burgbrunnen sind die Angreifer eingedrungen und hier in diesem Saal hat das letzte Gefecht stattgefunden. Und die Tempelritter sind allesamt niedergemetzelt worden und das Blut soll knöcheltief in dieser Halle auf dem Boden gestanden haben. Pfui! Jetzt habe ich noch eine Frage da oben. Warum passen diese Steine? Das schaut aus wie so ein bisschen Batscher zusammengebaut. Was ist da? Das ist eine lustige Geschichte. Das findet man eigentlich auf den meisten Burgen und Schlössern. Und zwar ist das ein Fehler, den die Baumeister absichtlich eingebaut haben. Denn nach der Bibel darf nur Jerusalem perfekt sein und das Paradies. Und alles Irdische muss einen kleinen Fehler haben. Und das hier ist dieser kleine Fehler, den man absichtlich eingebaut hat. Das höre ich das erste Mal in meinem Leben. Das finde ich sehr interessant. Ja. Großartig. Ja, auch ich habe schon viele, viele Fehler in meinem Leben gemacht. Der Besuch auf Burg Lockenhaus im Mittelburgenland, der gehört jedenfalls mit Sicherheit nicht dazu.